Ich glaube, Sie können es hören, seit 2012 wird beim barrierefreien Ausbauprogramm der Hamburger Hochbahn richtig Tempo gemacht. So gibt es mittlerweile zum Beispiel insgesamt 90 Aufzüge an den Hamburger U-Bahn-Haltestellen. Von Blindenleitsystem über Bahnsteigerhöhung bis hin zum kompletten Neubau zusätzlicher Zugänge sind bislang 57 Haltestellen barrierefrei. Zum Jahresende werden es 59 sein. 2016 und 2017 werden so viele Haltestellen wie noch nie zeitgleich umgebaut. Ein enormer Koordinierungsaufwand, denn die Einschränkungen für Fahrgäste sollen so gering wie möglich gehalten werden und der Betrieb läuft größtenteils parallel weiter. Alle Hintergründe zur Phase 2 des barrierefreien Ausbaus der Hamburger Hochbahn gibt es im Hochbahnmagazin um 17:45, 18:45 und 19:45 bei Hamburg 1. Sollten Sie nicht verpassen.